Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute glaube ich zwar, dass es geschmacklich gar nicht mal so interessant wird, aber ich fand das Produkt sehr lustig. Sehr witzig. Und zwar die Ringpop Gummy Rings. Viel Spaß beim Video. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, habe ich gerne Ringe an. Nö. Und ich kenne das eben aus der Kindheit mit diesem, ja, diesem Lolli, der so ein Ring war. Jetzt haben wir das Ganze hier als, ja, als Fruchtgummi. Wie gesagt, ich fand es ganz lustig und dachte mir, ich probiere es einfach mal. Es gibt hier vier verschiedene Geschmacksrichtungen. Einmal Cherry, Strawberry, Watermelon und Blue Raspberry. Ja, schade, dass kein Apfel dabei ist. Hätte ich mir jetzt gewünscht oder so. Statt Watermelon hätte ich mal Apfel machen können. Egal, wir probieren alle vier Ringe. Und gucken auch mal, ob wir die auf die Finger wirklich kriegen. Ja, ich öffne es mal und dann schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Okay, sind tatsächlich alle nochmal einzeln verpackt. So eine Scheiße. Auch dafür echt groß. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da ein Ring so groß ist. So, wie gesagt, ich versuche jetzt mal alle vier Ringe hier zusammenzusuchen. So, ich habe jetzt alle vier hier im Finger. Das sieht nicht schön aus. Ich habe ja genau vier Finger noch frei gehabt auf einer Hand. Ich habe jetzt alle hier drauf. Man muss sagen, es sind ja insgesamt nur sechs Stück drin. Dafür sind sie sehr groß. Also ich habe jetzt vier im Finger und zwei noch hier. Das heißt natürlich auch, dass wir nicht so arg viele verschiedene, ja, Geschmacksrichtungen haben. Ich glaube, hier draußen haben wir einmal Watermelon und ja, ich denke mal Cherry, ich weiß nicht genau. Ja, und halt alle vier Geschmacksrichtungen hier am Finger. Wir probieren jetzt eins nach dem anderen. Ich fange mal einfach hier außen an mit dem hier. Ich denke, ja, der Daumen hier, das sollte Kirsche sein. Ich probiere es mal. War das jetzt Kirsche? Mal selber nachdenken über deine dumme Frage. Ich finde es geschmacklich so ein bisschen wie die Lifesavers. Da wusste man ja auch nicht so wirklich, was man gerade da isst, was einfach nur süß geschmeckt hat. Ich könnte jetzt keine Frucht daraus schmecken. Wirklich nicht. Vielleicht war es Kirsch oder sollte Kirsch darstellen, aber schmeckt das nicht. Jetzt nehmen wir mal hier den Finger. Das sollte jetzt wahrscheinlich Watermelon sein. Es lässt sich Watermelon erahnen. Nice! Wenn man es weiß. Hätte ich es nicht groß, hätte ich auch nicht sagen können, dass es Watermelon sein sollte. Man kann es erahnen, aber wirklich, also auch hier das. Ja, das ist wie bei den Lifesavers. Die haben noch nichts geschmeckt außer süß. Nach keiner, ja, definierbaren Frucht. Natürlich mal den hier, das sollte jetzt Blue Raspberry sein. Das gleiche brauche ich nicht zu sagen. Kommen wir zu Strawberry. Die schmecken alle ziemlich gleich. Das ist eine absolute Frechheit. Einfach nur süß mit einer kleinen, vielleicht einen ganz kleinen Geschmacksnuance anders als eine andere. Aber fast gleich. Also ja, die erinnern mich wirklich sehr stark an die Lifesavers. Weil die, ja, die haben genauso geschmeckt. Da wusste ich auch nicht so genau, wonach es schmeckt. Nee, also ist ein unnötiges Produkt. Ist wirklich ein unnötiges Produkt. Ich fand es halt ganz lustig wegen den Ringen. Geschmacklich braucht man es halt echt nicht. Also ich würde es keinem empfehlen, sage ich es wirklich keinem. Das ist echt nicht gut. Also ja, ich habe den Test mal für euch gemacht, dann braucht ihr es wenigstens nicht mehr testen. Du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Ihr wisst, das lohnt sich gar nicht. Dann hoffe ich trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem Ganzen was zu gehen, Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye.